Ich muss wirklich sagen, den Star Wars würde ich mir definitiv angucken, ne? Jo, jetzt gucken wir uns Star Wars Stufe 1. Ja, Star Wars auf 60. Geil, bin ich sehr gespannt, wie sich das anhört. Haltet euch bitte fest. Haltet euch gut fest jetzt. Geil. Jetzt kommt was auf euch zu. Oh, das ist nicht gut. Ein Film, der euch die Socken auszieht. Das kann man gar nicht ernst nehmen. Ein Film, der euch die Socken auszieht. Geil. Voller Action und Ballerei. Ein Film über einen armen Jungen aus dem Osten, der nichts hat. Luke Skywalker. Ein armer Junge vom Lande. Luke! Komm her jetzt! Wir müssen zur LBG, heute ist Kartoffelernte! Ein Bursche, der noch Träume hat. Weißt du, Onkel, ich tät so gern einen Trabi haben und rüber in den Westen fahren. Einen Trabi! Bananen kaufen! Ja klar, hast du noch mal? Wir warten schon 12 Jahre auf den Trabi! Dann haben wir die Grenze, wir uns erschissen! Merkt ihr das, Junge? Ein Junge auf der Suche nach seinem Vater im Westen. So, das Krasse ist, das ist ja irgendwie so eine Altbacken-Story, die jeden Ossi von damals betrifft, ne? Also wirklich jeden Ossi. Jeden auf ihn. Aber mir lasst die Russen vor, haben jetzt gleich sonst Klatsch. Die Russen haben eine Mauer hochgezogen. Kommt keiner mehr drüber. Wir haben keine Absicht, eine Mauer zu bauen. Niemals. Wir werden niemals. Das ist nur ein ganz großes Hotel, wo die Leute sich dann entspannen können, aber ist keine Mauer. So Blödsinn, da kommen ständig neue nach. Und die wollen dann Asyl von uns. Doch sein Vater ist übergelaufen zum Bundesgrenzschutz. Umringt von pathetischen Top-Strategen. Also, na gut, dann ist er ja, da ist er ja nie wirklich übergelaufen, weil der ist ja dann an der Grenze, ne? Der ist ja im Bund des Grenzschutzes, ne? Er ist dann ja in der Mitte, also in der Grenze. Ich denke ja, wenn wir zuerst schießen, da haben wir schon so gut wie gewonnen. Genau, und wenn wir noch richtig großen Strahl nehmen, macht es ja richtig Bumme. Das war's mit dem Westen und mit dem Osten. Aber zum Glück gibt's noch andere Probleme. Das scheiß Windows 8 hier mit dem Rumgetatsche. Die Kacheln machen mich irre. Ich will wieder Fenster haben. Ich meine, aber zum Glück gibt's ja noch Freunde und andere Ausbrecher. Also weißt du, ich dachte schon, wir haben komischen Fummel an, aber du setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Über die Grenze. Mhm. Das war ja ganz dicht, oder? Genau. Naja, na dann. Ich würde auch mitmachen. Mit tatkräftiger Unterstützung von seinem Obi von Knobi. Nee, das stimmt nicht. Wir nehmen unser Ausgeld an. Obi von Knobi. Ja, wir nehmen euer Ausgeld an. Und du hast dir gerade volle Bude eingeschissen, Junge. Oh, bei mir drückt's im Schritt. Pass auf, der brettert sich gleich voll ein. Oh, Scheiße. Siehste. Euer Ding. Wieso ist euer Schaffen Sie es in den Westen. Findet Luke Darth Vader. Und das machen Pantoffellappen im Weltraum. Findet es raus. Bei Star Wars. Ich muss wirklich sagen, den Star Wars würde ich mir definitiv angucken, ne? Könnte aber auch eigentlich ein Einleiter sein, für so eine DDR-Doku, ne? Wenn ihr es mögt, mache ich eine Fortsetzung. stell dich mal wirklich so vor, dass viel mehr allgemein Filme mal auf 60 synchronisiert werden. Ey, das wäre halt so richtig ernste Filme. Richtig, richtig ernste Filme oder vielleicht so gruselige Filme auf 60, ne? Ey, ich würde ganz schnell denken, das wäre eine Komödie. schön, ey. Das wäre doch mal richtig geil. Aber ich finde das auch immer so cool,
Ne, ich habe auch einen Ossi-Onkel, der aber jetzt seit, ja, 20 Jahren jetzt schon im Westen wohnt. Also der ist jetzt eigentlich ein Wessi, ne? Der hat uns verraten, unser Land. Und der sagt auch immer, sobald ich ihn besuchen gehe, sagt er auch, aber wie redest denn du, was hast du für ein Dialekt? Und ich so, hä, ich rede doch nur klar, ich rede doch ganz normal, Mensch, was willst denn du von mir? Kennt ihr das, ne? Wenn man so ein Dialekt hat und das selber gar nicht mehr so mitbekommt und man denkt so die ganze Zeit, man redet Hochdeutsch, dann sollte man definitiv ganz schnell zum Arzt gehen, ne? Ja, ich gehe auch immer zum Arzt und sage, hier, passen Sie auf, ich habe Dialekt, ne? Was kann man dagegen tun? Nix. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Das Original ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. War sehr geil. Danke für den Vorschlag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.